Falls ihr noch günstige und schnelle FIFA-Coins, PSN-Cards oder Xbox Live-Cards braucht, checkt mal gerne meine Sponsoren IGFall und MMOJOS. Die Links und einen Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal nach langer Zeit wieder meine besten Packs der letzten Wochen. Alle in einem Video. Es waren über 7 richtig krasse Walkouts. Es waren 2 der besten Man of the Match Karten dabei. Richtig viele One-to-Watch-Karten, Informs und so weiter. Das war alles am Start. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dieses Videos dran. Zieht es euch komplett rein. Und dann könnt ihr mir gerne nach dem Video in die Kommentare schreiben, ja, was eurer Meinung nach das beste Pack war, das ich gezogen habe. Ihr werdet gleich alle Packs sehen, danach könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Lasst gerne wieder ein Like da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr das Ganze demnächst nochmal öfter sehen wollt. Außerdem habe ich jetzt nochmal wieder ein kleines Gewinnspiel für euch. Und zwar könnt ihr wieder ein Spiel von MMOGA gewinnen im Wert bis zu 60 Euro. Ich habe euch in die Videobeschreibung mal einen Link gepackt. Da könnt ihr das Ganze abchecken, was ihr dazu machen müsst, um teilzunehmen beim Gewinnspiel. Einfach mein Video liken, meinen Kanal natürlich abonnieren und in die Kommentare schreiben Hashtag Nice, wie es hier auf meinem Pullover steht. Dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil und könnt unten in die Videobeschreibung gehen und dort den Link anklicken. Das ist ein Link, der prüft dann, ob ihr meinen Kanal abonniert habt und so weiter, alles gemacht habt. Und dann könnt ihr euren Code abholen und könnt natürlich dann spielen im Wert bis zu 60 Euro bekommen. Also, falls ihr Bock drauf habt, checkt einfach mal den Link unten in der Beschreibung aus. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch schon direkt in die ersten Packs. Ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Falls ihr jetzt noch Bock habt, Leute, auf meinen roten Nice-Pullover, den gibt es in meinem Shop. Link ist natürlich ganz oben zu meinem Shop. Den gibt es noch in blau, in grün und auch viele weitere Sachen. Autogrammkarte von mir unterschrieben gibt es natürlich auch noch gratis dazu. Also, falls ihr Bock habt, checkt gerne meinen Shop aus. Wie gesagt, erster Link in der Beschreibung. Muss niemand machen, aber danke an jeden, der es macht. Ihr seid die Besten. Dann würde ich sagen, starten wir direkt ins erste Pack. Let's go! Wenn ihr in Zukunft weiterhin solche Gewinnspiele sehen wollt, Leute, checkt auf jeden Fall mal MMOGA aus, mein Sponsor. Da könnt ihr mich natürlich mit dem Kauf unterstützen, indem ihr immer, wenn ihr was bei MMOGA kauft, über meine Links in der Beschreibung kauft, könnt ihr einfach draufklicken und dann wird der Link auch automatisch eingespeichert. Und beim nächsten Mal, wenn ihr dann irgendwas bei MMOGA kauft, läuft das Ganze dann über meinen Link. Danke an jeden, der mich noch unterstützt. Müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich werde es natürlich cool finden und so kann ich euch in Zukunft natürlich noch weitere Gewinnspiele bieten. Das war's. Wir starten jetzt ins Video. Los geht's. Okay, come on. Ja, Mann, erster Walkout. Okay, come on, erster Walkout. Okay, die Sternflocke war jetzt nicht besonders groß, aber auch nicht gerade klein. Brasilien, Neymar, come on, Neymar. Na, Marcelo. Oh, dein Ernst. Es ist Marcelo, 86er Marcelo. Okay, ist fresh. Den hätte ich mal lieber zum Team of Gear gezogen. Aber okay, erster Walkout ist am Start hier in der heutigen Lightning Rounds. Aber Marcelo ist leider gar nichts wert. Ja, sonst ist hier auch nichts drin. Mal schauen, wie viel der Kollege noch wert ist. 40.000. Ja, okay. Geht in Ordnung. Komm, so muss es weitergehen. Okay, das wird schon mal kein Walkout. Okay, 84er. Ich habe noch kein Man of the Match gezogen. 2 Packs, würde ich sagen. Come on. Ja, Mann. Es ist mal wieder ein Walkout. Nach 200 Jahren. Oh mein Gott. Und dann wird es schon mal... Oh, schon wieder. Das wird doch wieder Marcelo. Oh, da... Dani Alves. Ich habe 2-mal Brasilianer gezogen. 2-mal. Oh, und beides Mal waren es die schlechtesten Brasilianer, die man überhaupt ziehen kann, Mann. Dani Alves und Marcelo. Dani Alves habe ich verdammt nochmal 2-mal. Oh Gott, im ersten Pack. Oh, Scheiße. Komm, große Schenklücke. Komm, 90er plus. Oh, das muss Neymar werden. Komm, Neymar, Neymar. Nein. Nein. What? Was? Marcelo. Ah, ist doch voll weh. Warum hast du deine Faust rausgemacht, Digga? Ey! Alter, der hat mir so richtig einen auf die Faust gegeben. Das tat richtig weh. Ich dachte, du machst so, Digga. Warum ist es Marcelo nur? Scheiße, Digga. Aber ich dachte gerade echt gutes Ding. Junge, die Transferversion von Bohren, den Rest schossen wir ab. Okay, komm on. Hau das nächste Pack raus. Hau mal wieder hier. Walkout raus! Oh mein Gott. Junge, du bist eine Maschine heute. Was ist los mit dir hier? Oh, komm. Digga, groß. Lieber groß. Was ist das denn für eine Flagge? What? Was? Oh! Ramos Rodriguez! Nice! Ich dachte, welche Flagge ist das denn, Digga? Die gelbe Sache ich dachte, da. Erstmal ist Vegetarier. Ganz kurios, Kolumbien-Flagge, das war nur gelb erstmal, deswegen wusste ich echt nicht, wer das sein wird. Aber okay, Ramos Rodriguez ist nice. Ist oh, Torwin auch noch. Echt, sie immer wieder mit Infos. Und Kanté ist auch noch hinten am Start. 50, 60.000 leider nur. Aber Kanté ist auch nochmal Sinn. Okay, ich mach mein nächstes, Bro. Ich mach mein nächstes 55k Pack. Oh, Walkout, Digga. Was ist hier los? Ich schwöre, Walkout. Was ist hier los? Oh, ich dachte, nee. Komm, reich. Komm. Ribéry. Ribéry? Immer dieser Prank bei Ribéry. Man denkt immer, bitte Pogba, bitte Pogba, bitte Pogba.
und dann wird das Ribéry so, nach diesem Pack gehe ich auch zu meinem nächsten. Das Problem ist, es hätte ja sogar Pogba werden können, weil die Pogba-Flagge ist ja auch nicht so groß. Oh, ne? Koscielny! Ey, nächster Spieler, der 20.000 oder so wert ist. Ey, das Ding ist, Walcott habe ich auch. Drei Sachen. Ja, 6 zu 6. Ich brauche auch nur noch drei Sachen. Was ist das für ein Bingo, Digga? 6 zu 6, na, wie viel Minuten? 150 Accounts, 150 Gratis-Sets, Digga, alle von. Okay, jetzt muss ich die 15 K-Packs. Oh, mit Ansage, Walkout! Boah, come on, come on! Nein, es können wir nicht Pack. Junge, ja, 15 K-Pack, was wirkt das? Belgien oder Deutschland? Deutschland, come on, Nikis! ZOM, Özil. Wow. Digga, das hältst dich mal, du redest nicht auf die Böse. Der, boah, Junge. Ja, Reus wäre geiler gewesen, glaube ich. Reus ja, ist mehr wert, oder? Aber Özil ist trotzdem heftig. Boah, nice, Mann. Mehr so zweiter Walkout hier. Digga, wow, 5 zu 4, Junge. Was ist das für ein Bingo, Digga? Ich habe auch 5. Richtig 5 krass. Zu 5. Ach, 5 zu 5. Ey, was ist das gepackt gerade? Dein Ernst? Scheiße, ja, Digga. 5 zu 5 steht's gerade hier. Junge, wir schaffen vielleicht beide alles. Okay. Wie heftig ist dieses Bingo hier? Ich hab okay, come on. 3, 2, 1, let's go, bitte. Walkout! Oh, in einem 3-Inform-Pack. In einem 3-Info-Pack! Walkout! Wer wird das? Come on, bitte! Hau was Gutes raus! Was ist das? Belgien! Oh! Ah! What? Hazard! Hazard! In einem 3-Info-Pack! 92er Hazard! In einem 3-Info-Pack! Oh mein Gott! Digga, mein Bauch! Ich bin voll auf meinen Stuhl gejumpt! Oh mein Gott! What? Der beste Inform, den es gibt! Aus dem Team of the Week! In einem 3-Info-Pack! Holy shit, Alter, holy shit, oh mein Gott. Der Typ hat alle Werte über 90. Junge, Alter, Ideals hat mir eben geschrieben, ich soll ihm verdammt nochmal Coins holen, weil er diese Coins braucht. Junge, ich guck einfach mal auf deinen Account, Digga. 3 Income Pack, alles war broke bislang, alles war broke. Und dann Belgien Flagge, 92 Hazard, Digga, du bist reich, Alter. Oh mein Gott. Hier, Leute, er hat mir eben geschrieben. Kann man das sehen? Ich weiß es nicht, Leute. 19 Uhr sind die Packs da. 750k wären geil, hat er gesagt. 750k wären geil, wenn ich die für ihn raushole. Hey, Digga, was ist das denn? Drei oh, mit dem Man Pack. Of the Match. Erstes 15k. Oh, Son! Der ist 300.000 wert. Junge, wie fängt das Bingo denn an? Erstes 15k. Ich hab sogar noch einen Perfect-Link in diesem Pack. Ein Pack. Oh, Kanté auch noch. Junge. Ey, Junge, was ist denn los? Ist das? Hä? Guck hier, Perfect Link, Leute. Was für Tschüss, Digga. Wie fängt dieses Bingo hier an? Richtig Son ist 300.000 wert. Hast du mal seine Werte gesehen? So, alles Junge. Fein. Ja, der Koreaner nimmt jeden auseinander. Ich sag's dir, Digga. Der ist echt übelst heftig. Okay, weil das Pack so heftig war, gehe ich direkt zu meinem nächsten 55k-Pack. Vielleicht noch ein Walkout hinterher. Leider nicht. Ey, wie viel steht's jetzt? Wie viel steht's? Junge, ich hab 4 Stück geschafft. 4, ich hab 3, Digga. Ich bin direkt auf deinen 3. Digga. Chill mal, ja. Normal, Digga. 4 zu 3 schon. Ja, kann, Dings. 60k, Berahino. Oh, 2. Warte mal. Oh, Yaya Touré. Junge, Lava. Man of the Match. Yaya Touré. Und noch eine Karte ist da drin. 15k-Pack. Ich glaube noch eine Inform. Oder eine normale Swatch-Karte. Das ist jeder, der denkt. Muriel! Mein Controller ist auf meinen Fuß gefallen. Ah, Scheiße, ich hab fast das Pack abgestoßen. Ey, jeder wird denken, dieses Opening, dieses Bingo ist fake, Mann. Leute, ich schwöre, das ist alles real. 700.000! Ja, ja, Tschüss. Laber doch nicht! 720.000! What? Hier, Leute. Wenn das. 1, 2, 3, 4, 5. Warum ist zeigt ihn einfach, dass er Erstbesitzer ist. Zeigt den Leuten einfach, dass er Erstbesitzer ist. Warte, warte, warte. Ja, wie geht das hier? Erstbesitzer, Leute. Erstbesitzer. Ja. Hier, Digga, Alter. Und Muriel. Der ist auch nochmal 40.000. Inform also auch abgeschlossen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ne? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und Leute, ihr seht, dass wir haben keinen einzigen Cut bis jetzt gesetzt. Das heißt, Digga, es ist heftig, glaube ich. Ey, was ist da? Oh, okay, one to watch. Nein, es ist wieder nur ein Inform. Digga, oh, Muriel. Nice, Mann. 91er Muriel. Das habe ich direkt erkannt. An dem Verein. Sampdoria Genoa oder wie der Verein heißt. Okay. Oh, und Niang. One to watch, da ist sie. Endlich. Die erste One to watch Card. Und Niang hat 89 Tempo, 200.000 Price Range. Come on, dem. Wirklich, sowas hatte ich noch nie. 1500 K-Packs. Keinen einzigen Walkout. Das muss mir jetzt mal einer nachmachen von euch. Come on, Uncut. Direkt das nächste Pack, Alter. Das gibt es doch nicht. Oh, der nächste One to watch. Wer ist es? Sakko. Nice, Mann. 82er Sakko. Ah, wieder kein
kein Walkout, Mann, aber... Und es waren auf jeden Fall wieder einige Spieler dabei, die viele von euch, oder einige Packs, die viele von euch noch gar nicht gesehen haben, weil ich einige Packs auch zum Beispiel bei Wakes auf dem Kanal im FIFA-Bingo gezogen habe und so weiter. Deswegen war es, glaube ich, ein ganz cooles Video. Das war es dann jetzt soweit. Lasst, wie gesagt, ein Like da. Wenn ihr noch beim Gewinnspiel teilnehmen wollt, scrollt nochmal zum Anfang des Videos zurück, da habe ich das erklärt, wie ihr mitmachen könnt. Falls ihr so Bock habt auf meinen roten Nice Hoodie, checkt gerne meinen Shop aus. Erster Link ganz oben in der Beschreibung. Kriegt ihr diesen roten Nice Pullover, den gibt es noch in Blau, in Grün und noch ganz viele andere Sachen. Autogrammkarte gibt es natürlich auch noch dazu, zu jeder Bestellung natürlich gratis. Und ja, falls ihr Bock drauf habt, checkt meinen Shop aus. Erster Link in der Beschreibung. Danke an jeden, der es macht. Müsst ihr natürlich nicht machen, aber danke an jeden, der es macht. Ihr seid die besten Leute. Macht's gut und checkt noch meinen Sponsor. IGFold und MMOJ aus. Die Links sind natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Rabattcode gibt es natürlich auch, wenn ihr da über meine Links kauft. Und ja, das war's dann soweit. Macht's gut, bis morgen rein und ciao!